Der erste Herbsttag. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. London ist in den ersten Nebel gehüllt. Aber in dieser größten Stadt der Welt muss das Leben weitergehen. Und Forsythes haben dafür zu sorgen, dass es nicht stillsteht. Wie auch das Wetter sein mag, man kümmert sich um seine Geschäfte. Genauso, wie es weniger erfolgreiche Leute tun müssen. Armer Teufel, mag ein Forsythe denken, dem scheint es aber schlecht zu gehen. Doch dann folgt der beruhigende Gedanke, dass es ihm schließlich recht geschieht. Er hätte sich eben mehr bemühen müssen. Aber was ist mit einem Forsythe, der ein schlechtes Gewissen hat? Davon gibt es einige. Hat er Raum in seinem Herzen für Scham und Mitleid? Oder ist er stolz darauf, dass er endlich sein Recht behauptet und sich als Mann gezeigt hat? Wer kann es sagen? Aber eines ist gewiss. Welche Gefühlsstürme auch in seinem Inneren toben mögen, er wird sie niemandem zeigen. Wilson, ist Mrs. Forsythe schon auf? Ich weiß nicht, Sir. Als ich ihr das Frühstück hinaufbrachte, bat sie mich, es wieder fortzutragen. Bitte sagen Sie ihr, dass ich ins Büro gegangen bin. Sie wollen ins Büro, Sir? Muss das sein? Es ist so schrecklich neblig heute. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mrs. Forsythe, sind Sie mit allem zufrieden? Danke sehr, ja. Können Sie mir sagen, ob mein Brief überbracht worden ist? Natürlich, Madame. Der Bote brauchte ziemlich lange bis zum Sloane Square. Der Nebel wird immer schlimmer. Hat er eine Antwort mitgebracht? Es war offenbar niemand zu Hause. Deswegen hat er den Brief in den Briefkasten geworfen. Ach so. Dankeschön. Irene. Ich habe deinen Brief gelesen. Was ist denn? Was ist passiert? Warum bist du hier? Weil es so ruhig und abgelegen ist und mich hier niemand in diesem Hotel vermuten würde. Ich verstehe nicht. Wollen wir uns nicht setzen? Gehen wir nach nebenan. Also, was war? Mein Liebling, du siehst ja so blass aus. Was ist geschehen? Ich habe Soames verlassen. Verlassen? Endgültig? Aber das ist doch wundervoll. Darum habe ich dich doch schon seit Wochen gebeten. Warum bist du nicht gleich zu mir gekommen? Weil er mich in deiner Wohnung zuerst suchen würde. Oh, das würde mir Spaß machen. Das ist doch nicht der einzige Grund. Es ist immer noch derselbe Grund. Meine Antwort darauf kennst du, das Unsinn. Nein, Philipp. Irene, ich habe dir oft genug... Nein, hör jetzt aufmerksam zu. Du müsstest wissen, aber du weißt es genau, dass ich mir nichts mehr wünsche, als mit dir zu leben und immer bei dir zu sein. Das wirst du auch. Nein. Auf jeden Fall müssen wir Geduld haben. Du hast mir erzählt, was Onkel Jolyon einmal zu dir gesagt hat. Dass deine Karriere, dass dein Lebensunterhalt davon abhängt, Leute mit Geld und Einfluss nicht vor den Kopf zu stoßen. Forsythe! Ja. Mit June zu brechen wäre schlimm genug, doch das ist noch kein Skandal. Aber wenn wir beide offen miteinander leben, werden sie dich vernichten. Wir werden schon zurechtkommen. Ein Architekt ist nicht wie ein Maler oder ein Schriftsteller. Er braucht ständigen Kontakt mit anderen. Man würde dich ausstoßen und dir keine Aufträge mehr geben. Willst du dir vielleicht einen neuen Beruf suchen? Es gibt Schlimmeres. Du meinst, mich zu verlieren? Es ist wundervoll, dass du das sagst. Aber es ist niemals dein Ernst. Du wärst nicht der Mann, den ich liebe. Der Künstler, den ich bewundere, wenn du wirklich so denken würdest. Zum Teufel mit der ganzen Sippe. Wir gehen ins Ausland. Ich verstehe mein Handwerk. Ich werde Arbeit finden. Das ist doch aussichtslos. Du wirst es bereuen. Ich werde nie etwas bereuen, solange wir zusammen sind. Philipp. Wie viel Geld besitzt du überhaupt? Ich meine nicht nur, was du bei dir hast. Gar nichts, nicht wahr? Liebling, ich werde das... Das meiste hast du doch verkauft. Deine Bücher, die wertvollen Kupferstiche von deinem Vater. Ich löse es sobald wie möglich ein. Kannst du das? Denk an die Verhandlungen, wenn Soames gewinnen sollte. Ich bin zahlungsunfähig. Von mir kriegt er nichts. Er bekommt seine Rache. Ich hoffe, dass er die genießen wird. Zweifellos, denn durch dich nimmt er Rache an mir. Dann geh mit mir fort. Es geht nicht. Ich habe genau 23 Pfund mühsam von der Haushaltskasse gespart. Nein, Liebling. Nein,
Ich suche mir eine Wohnung und fange an zu arbeiten. Ach, so ein Unsinn. Was willst du arbeiten? Hast du vergessen? Ich habe das Diplom als Musiklehrerin. Ja, dann gib in Frankreich Unterricht oder in Italien, wo man was von Musik versteht. In Florenz vielleicht oder in Neapel, wo die Sonne scheint. Dort leben wir von Sixpence am Tag, wie die Fürsten. Oder wollen wir lieber nach Frankreich? Du sprichst doch Französisch. Ja. Dieses Diplom vom Konservatorium, das gilt doch auch im Ausland, ja, nicht? Und gewiss, was mich betrifft, ich werde arbeiten. Gott, werde ich arbeiten, bis ich umfalle. Das schwöre ich dir. Das ist doch nicht schwer. Was ich zeichne, versteht jeder Maurer und jeder Zimmermann. Bauzeichnungen sind in jeder Sprache gleich. Denk an die Wärme unten im Süden. An den Wind, der sanft weht und dich streichelt. Und wenn die Sonne untergegangen ist, funkeln die Sterne am Himmel wie Millionen Diamanten. Die Menschen im Süden. Die Menschen im Süden denken, dass alle Künstler verrückte Kinder sind. Das denken sie hier auch, aber der Unterschied ist. Der Unterschied ist, dass sie dort unten verrückte Kinder lieben. Und was die Liebe betrifft, dort hält man die Liebe für etwas Wunderbares und nicht für ein Verbrechen. Also, mein Liebling, meine einzige Geliebte, kommst du mit? Philipp, ich habe dich gebeten, hierher zu kommen, weil ich dachte, wenn wir nicht allein wären, könntest du mich nicht überreden. Ich wusste, dass du es versuchst und davor hatte ich Angst. Ich hätte es nicht fertiggebracht, dich zu verlassen, wenn ich zu dir gekommen wäre. Du verlässt mich auch nie wieder. Ich möchte aber keine Belastung für dich sein. Ich könnte nicht mehr ohne dich leben. Ich hatte gedacht, ich würde nie wieder weinen müssen. Ich dachte, nach gestern Abend würde ich... Gestern Abend? Was war gestern Abend? Nein. Was ist geschehen? Soames? Was hat er getan? Nein, ich kann es dir nicht sagen. Ich muss es wissen. Mein Gott, wenn er dich gekränkt hat. Irgendwas ist passiert, das fühle ich doch. Warum verlässt du ihn heute, nachdem du es gestern noch nicht wolltest? Irene, mein Liebling, was auch passiert ist, sag es mir, bitte. Vor einigen Wochen, bevor ich deine Geliebte wurde, Philipp, hatte ich angefangen, meine Tür zu verschließen. Und als er merkte, dass ich es ernst meinte, schien es, als ob er sich mit der Situation zufrieden geben würde. Aber gestern, als ich zurückgekommen bin, ist er mir in mein Zimmer gefolgt. Ich konnte die Tür nicht mehr schließen, er war zu schnell. Er war wie ein Wahnsinniger. Wild. Und brutal. Und ich wehrte ihn ab. Oh Gott, Philipp, ich habe alles versucht, aber er war zu stark für mich. Und schließlich erreichte er, was er wollte. Nein, nicht Philipp! Sieh mich nicht so an! Ich bringe ihn um. Nein. Nein, nein, sag so etwas nicht. Es ist dir vorüber. Es ist alles vorüber. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich fasse es nicht. Ich hab's dir nicht gewollt. Wie kann ein Mann so etwas tun? Oh, Philipp, mein Liebling. Mein Geliebter. Mach dir keine Sorgen. Ich bringe schon alles in Ordnung. Du gehst nicht aus dem Zimmer. Du bleibst hier. Du wartest auf mich. Du wartest, bis ich zurückkomme. Irgendwie beschaffe ich uns Geld. Ich komme zurück, sobald es geht. In 2-3 Stunden höchstens. Dann reisen wir sofort. Also warte auf mich. Ich warte. Verzeihung. Wird Ihr Mann später wiederkommen, Madame? Was? Oh, selbstverständlich, ja. Mach, dass er zurückkommt, bitte. Hier, mein guter Mann, trinken Sie einen noch unser Wohl. Höher, höher. Hey, bleib senkrecht, alter Junge. Nanu? Bossini?
Wer sind Sie? Na, hören Sie mal, Sie kennen mich doch. George Forsythe. Forsythe? Die Forsythe sollen sich alle zum Teufel scheren. Der ist wohl nicht bei Sinnen. Betrunken? Nein, würde ich nicht sagen. Der ist nicht ganz klar. Ich werde ihm mal nachgehen. Du kannst doch in dem Nebel nicht sehen, was soll das? Schon gut, Monty, bis später. Er ist doch ein erwachsener Mensch, lass ihn doch. Hm. Wo bekomme ich Geld her? Arkwright, Albert Street. Oh Gott. Vergewaltigt. Er hat sie vergewaltigt. Vergewaltigt seine Frau. Oh Gott. Man sollte diesen Kerl umbringen. Den Kerl sollte man umbringen. Bossini! Hey, passen Sie doch auf! Bossini! Philipp! Ja, Forsythe, ein wirklich guter Standpunkt, ein vortrefflicher Standpunkt. Wann heißt freie Hand nicht freie Hand? Das ist ja beinahe eine Preisfrage in einem Rätsel, was? Aber wie ist die Antwort, hm? Wie ist die Antwort? Was wäre die Antwort? Tja, das ist die Frage, aber das werden wir erst morgen erfahren. Sie werden Ihre Aussage machen, Bossini macht seine, dann hören wir mein Plädoyer, wobei niemand geschont wird. Und der Junge, wie war der Name, Chankery, hält sein Plädoyer für die andere Seite. Und dann wird der gute Richter Bentham in Weisheit und Würde das Urteil sprechen. Ich wüsste allerdings gern, Sir Mervyn, was Sie in Ihrem Plädoyer vorzubringen beabsichtigen. Ihr Sohn als erfahrener Jurist hat sich in seinen Briefen ja präzise ausgedrückt. So präzise wie möglich und besonders in seinem letzten Brief, in dem er die Worte wählte unter den Bedingungen dieser Korrespondenz. Er versicherte, dass die Korrespondenz die gesamte Korrespondenz und nichts außerhalb dieser Korrespondenz als Entscheidungsgrundlage zur Debatte steht. Also vollkommen eindeutig. Wir übergehen das Endergebnis, die Arbeit, die von dem Architekten während des Baus geleistet wurde, genauso die Angemessenheit des Honorars, mit dem man ihn entschädigt hat. Nichts davon wird in Erwägung gezogen. Und wenn es in Erwägung gezogen werden sollte, gibt man es einfach zu. Ich meine, das Urteil sollte sich auf den Fall Boileau gegen die Zementfabrik in Brighton als Präzedenzfall beziehen. Sie werden sich gewiss erinnern, dass... Boileau verurteilt wurde. Vielen Dank, Sir Mervyn. Nun? Emily, meine Liebe, das ist Sir Mervyn Waterbuck. Meine Frau. Ich freue mich sehr. Ganz meinerseits. Ich finde es sehr tapfer von Ihnen, dass Sie bei diesem Nebel ausgegangen sind. Auch nicht der Rede wert. Bormson, wir sind soweit. Das Essen kann serviert werden. Sind Sie mit den Geschäften fertig? Wenn nicht, können Sie die Besprechung beim Essen fortführen. Ich hoffe doch sehr, dass Sie Hammelrücken mögen, Sir Mervyn. Ich war schon immer der Meinung, dass Hammelrücken das köstlichste Geschenk ist, das uns aus den Händen der Vorsehung beschert wurde. Tatsächlich? Du meine Güte, diese Formulierung ist mir neu. Bitte beachten Sie, seien Sie nicht rücksichtsvoll, wenn Sie morgen aussagen. Seien Sie offen, seien Sie direkt. Sie sollten verblüffen, Forsythe. Immer verblüffen, verstanden? Darf ich bitten, Sir Mervyn? Der Mann ist ein Schaumschläger. Ja, ich weiß. Aber ich habe ihn vor Gericht gesehen. So, dort wirkt er ausgezeichnet. Ja, hoffentlich. Das rechte Zutrauen habe ich nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Madame? Ist etwas für mich gebracht worden? Nein, Madame, leider nicht. Nicht? Sind Sie auch sicher? Aber natürlich, Madame. Danke. Ah, 26, very neat little break. 26, Willie. And then? Well, then I lost him. He rushed across the road under the nose of a cab horse and vanished. Ah, and who was she? Oh, some little love lady or other. Some... Oh, damn it, I thought you were going to say it was friend Soames' wife. Then, damn it, you were wrong, weren't you?
Tricky pot. You know, I can't help feeling sorry for that poor devil. Well, the buccaneer, why? The chap was demented, wandering about in the fog like that with all that on his mind. Anything might happen to him. Oh, he's all right, 10 to 1, he was tied. Oh, dry up. What? Pilsen, ist Mrs. Forsyth oben? Nein, Sir. Wo ist sie denn? Sie ist so gegen 9:30 fortgegangen, Sir. Mit ihrer großen Reisetasche. Was war das? Und was lässt sie mir ausrichten? Nichts, Sir. Das ist doch nicht möglich. Danke, Pilsen, es ist gut. Sehr wohl, Sir. Ich denke, dass ich nichts mitgenommen habe, was du mir gegeben hast. Philipp. Philipp. Oh, isn't it lovely? That nasty fog's quite gone. But not for long, Smither. You mark my words. Oh, but cook now, says... hurry downstairs. There's a good girl. I think we have visitors. Oh, looks, ma'am, and there's me with my brooms all over the lobby. I did not tell you to run, Smither. You know Mr. Timothy does not like it. Oh, no, ma'am. I forgot. Yeah, I think somebody's let them in. Miss Hester, probably. So I thought, well, if all the men in the family have gone to the law courts, Julie, dear. Emily. And my Winifred. Hello, I'm Julie. Monty. Well, dear, how are you? Very well, dear, considering. But poor Skippy's little arrangements are not quite right. The fog, you know. Smither, will you take her, please? 15 minutes in the park. And do not let her talk to strangers. Do sit down, everyone. You'll stay to luncheon, won't you? Oh, how very kind. Timothy may come down. He stayed in his room yesterday, of course. The fog, you know. Oh, yes. Monty, dear. No, thank you, Aunt Esther, but I'll push off in a minute or two, if you don't mind. Must you? What a shame. Why? Well, I thought I'd drop in at the court. Yes, he wants to be in at the death, don't you, Monty? Death, dear? Who's deaf? Oh, good gracious, not one of the family. I was speaking metaphorically, Aunt. Oh, metaphorically. Yeah. For some reason or another, and I can't imagine why, Monty's taken a great dislike to Mr. Bosinney. Oh, so has James, you know. And I can quite understand it. Mr. Bosinney's behaved very badly over Soames' house, very badly. Well, yes, it's inexcusable, of course, but Soames is perfectly capable of dealing with that. Ich will doch nicht hoffen, dass Soames gegen Bosinney verliert. Aber nein, ganz ausgeschlossen. Sir Mervyn hat es mir persönlich versichert. Ach so, Sir Mervyn, dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn er gewinnt, was macht dann der arme Mr. Bosinney? Er soll ganz mittellos sein, hörte ich. Er hat nichts, gar nichts, außer Charme und Talent. Das sind keine nützlichen Vorzüge, meine liebe Winifred. Die helfen einem jungen Mann nicht weiter, der keine Beziehungen hat. Die können vielleicht noch kommen. Auf jeden Fall finde ich ihn faszinierend. Winifred, was du ich so meinst. Ich glaube, du würdest deine Meinung revidieren, wenn du gestern gesehen hättest, wie der Bursche durch den Nebel gerast ist, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Das war gar nicht faszinierend. Monty, woher weißt du? Ich fürchte, ich muss mich verabschieden. Auf Wiedersehen, Tante Julie. Auf Wiedersehen, Tante Julie. Das musst du uns erst noch erzählen. Monty, das kannst du uns nicht antun. Merkst du nicht, wir platzen vor Neugier. Trotzdem, Mama. Freddy wird euch alle schockierenden Details erzählen, nicht wahr, Freddy? Auf Wiedersehen, meine Lieben. If
fang schon an, Winifred. Winifred? Was für schockierende Details. Schon. Entschuldigt, ich weiß nichts. Ich habe nichts zu erzählen. Ja, Monty macht dumme Witze. Wie schade. Ich hatte so gehofft, dass wir endlich etwas Definitives über die Vorgänge hören. Definitives? Ja, über Mr. Bossini und Irene. Ist da etwas oder ist da nichts? Das interessiert mich doch so. Aber ist Julie, nun an dem Gerede was dran oder nicht? Das findet ihr nicht auch, dass unser guter Onkel Julian letztes Jahr furchtbar gealtert ist? Wir haben ihn ja kaum gesehen, aber James macht sich ernsthafte Sorgen. Was würdest du sagen, Hester? Oh ja, ja, ich finde auch, dass er gar nicht gut aussieht. Ich mache mir auch um ihn Sorgen. Der arme, gute Julian. Kann man eigentlich gar nichts für ihn tun? Das wär's also, Joe. In Zukunft kannst du größere Sprünge machen. Du solltest es erfahren. In meinem Alter muss man auf alles gefasst sein. Ach, Vater, so rüstig. Dieser Hund wie ist du. Unmöglich. Ruiniert den ganzen Garten. Wozu brauchst du bloß einen Hund? Ach, noch was Neues. Ich lasse mein Vermögen nicht mehr von deinem Onkel verwalten. James ist zu verkalkt. Und sein Sohn Soames. Dieser wohlhabende Mann wird darauf verzichten können. Also wenn was sein sollte, geht zu Jack Herring. Gut, mache ich, Vater. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Du würdest mir einen Gefallen tun, wenn du die Angelegenheit nicht mehr erwähnst. Schade, dass wir so viele Jahre versäumt haben. Versäumt? Na, das wäre zu viel gesagt. Nicht für dich vermutlich. Du hast in dieser Zeit sicher viel gelernt. Weißt du was, Joe? Du könntest was für mich tun, und zwar... Hallo, Liebling. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mich gerade verabschieden. Wie geht es dir? Es geht mir gut, danke. Joe, ich glaube, dein Vater wollte dich gerade um etwas bitten. Ja, Vater, was kann ich für dich tun? Du hast doch von dieser dummen Klage gehört. Soames gegen Bossini. Heute Nachmittag wird es zur Verhandlung kommen. So? Ja. Worum wolltest du mich bitten? Ich würde ja selbst hingehen, aber das wäre wohl nicht das Richtige. Nein, das könntest du nicht tun. Weil dann auf einer Seite die Forsythes säßen, die gesamte Familie der Forsythes, und auf der anderen nur der arme Mr. Bossini, der Architekt. Und du? Für dich ist es schwierig. Ich erkenne die Schwierigkeit. Du als Forsythe müsstest die Forsythes eigentlich gegen diesen jungen Mann unterstützen, der Häuser baut und ihr Geld verschwendet. Helene, bitte. Andererseits ist dieser junge Mann mit June verlobt und du müsstest ihm beistehen. Doch dann kommt die Überlegung, dass er June vielleicht unglücklich macht, sie vielleicht sogar gar nicht Helene, mehr liebt. Bitte, hör doch mal. Nein, ich werde alles sagen, was ich zu sagen habe. Sprich nur weiter, Helen. Ich bin eine Außenstehende. Ich habe nie zu euch gehört, deshalb sehe ich euch alle ganz deutlich und klar. Wenn du als Mr. Forsythe zur Verhandlung gehst, musst du dich für eine Seite entscheiden, ist es so? Genau so ist es. Aber das möchtest du nicht tun. Du willst ja gar nicht Stellung beziehen in aller Öffentlichkeit. Du weißt ja nicht einmal selbst, auf welcher Seite du stehst. Und darum willst du Joe bitten, dir diese Sache abzunehmen. Genau so ist es doch, oder? Ganz recht. Es war dir 9 Jahre. 9 Jahre. Vollkommen egal, was mit Joe geschieht, ob es ihm gut oder schlecht ging. Und jetzt kommst du dauernd und bittest Joe, tu das für mich, tu jenes für mich, weil ich, Julian Forsythe, zu fein und zu feige dazu bin. Was soll ich denn für dich tun, Vater, wenn ich zur Verhandlung gehe? Es ist nicht nötig. Du brauchst mir nichts abzunehmen. Ich werde auf jeden Fall gehen. Also, was soll ich tun? Meinetwegen, wenn du es vorhast. Falls Bossini verurteilt werden sollte, aber nur wenn er verurteilt werden sollte, sag ihm, er möchte sofort zu mir kommen. Richte ihm das unbedingt aus. Gut, mach ich. Dann werde ich ihm eben weiterhelfen. Ich will nicht, dass man den Burschen ins Unglück treibt, was auch gewesen sein mag. Ist das klar? Ich verstehe, Vater. Gut. Ich bring dich raus, Vater. Guten Tag. Helene, weißt du, warum er zu mir gekommen ist? Um dich zum Gericht zu schicken. Nein, nein, das ist ihm nebenbei eingefallen. Ja, du hast ihn schon immer entschuldigt. Er nutzt dich aus. Er denkt nicht daran, dir etwas zu geben. Er will nur immer etwas haben. Möchtest du nicht wissen, warum er wirklich herkam? Meinetwegen. Er hat sein Testament geändert. Er sagte, dass seine Besuche in den letzten Monaten, durch die er dich und die Kinder kennenlernte und mit mir sprach, obwohl er nicht allem zustimmt, was ich sage, ihm viel gegeben haben. Also änderte er sein Testament. Ohne jegliche Bedingungen hat er eine jährliche Summe von 1.000 Pfund für mich ausgesetzt, und zwar ab sofort. Nach seinem Tod
Erhält June 50.000 in festgelegten Werten. Der Rest geht an mich. Über 100.000 Pfund. Verstehst du, was das bedeutet? Nicht jeden Penny mehr umdrehen. Sicherheit für die Kinder. Ein sorgloses Leben. Ich bedankte mich bei ihm. Davon wollte er nichts hören. So, und warum wollte er das nicht? Du würdest mir einen Gefallen tun, sagte er, wenn du die Angelegenheit nicht mehr erwähnst. Ach, so englisch. Die feine englische Art. Jetzt schäme ich mich. Es ist mir so peinlich, ich könnte mich umbringen. Was wollen die nur? Hier ist doch kein Zirkus. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe sie nicht hergebeten. Deine Mutter möchte, dass du mit Arvini heute Abend bei uns isst. Ich komme auf jeden Fall. Danke. Was soll das bedeuten? Ich erkläre es dir später. Na, Sie kennen ja meine Meinung. Ah, Sie sind pünktlich, wie erfreulich. Ihr Fall wird gleich aufgerufen. Guten Tag, Schenkeri. Ich bin ja sehr gespannt, was Ihr Klient zu sagen haben wird. Sie werden sicher überrascht sein. Nun, das sehe ich noch nicht. Nicht für Unmut, aber ich bezweifle es. Wo ist denn Mr. Bossini? Das sind die Anwälte, nicht? Ja. Wer gehört zu wem? Waterbuck vertritt Soames, der an der Seitenruhe. Der junge Shankray vertritt Bossini. Dankeschön. Ihr habt die schweren Geschütze auf eurer Seite, was? Wie? Gut. Siehst du den Freibeuter? Er ist noch nicht erschienen. Ach, er kommt schon. Der Mann ist immer unpünktlich. Aber er wird verdammt gut wissen, dass er den Fall verliert, wenn er nicht auftaucht. Ich wette 3-1, dass er nicht kommt. Machst du mit? In Pfund ist gut, Schatz. Forsyth gegen Bossini. Die Fakten in dieser Sache, my Lord, stehen nicht zur Debatte. Aus diesem Grunde bitten wir Eure Lordschaft nur, die Korrespondenz zu begutachten, die zwischen meinem Klienten Mr. Forsyth stattgefunden hat und dem Beklagten Mr. Philip Bossini, einem Architekten, der für den Bau und die Ausstattung des Hauses zuständig war. Ich möchte mit allem Nachdruck darauf hinweisen, dass diese Korrespondenz von Seiten meines Klienten klar und deutlich ausdrückte. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Ja, bitte. Wo findet die Verhandlung Forsyth gegen Bossini statt? In diesem Saal. Danke. Würden Sie bitte leise sein, die Verhandlung hat schon begonnen. Mhm. An Mr. Bossini verlesen. Lieber Bossini, ich wollte nicht sagen, dass es, falls Sie die in meinem Brief genannte Summe um 10, 20 oder gar 50 Pfund überziehen sollten, zu Schwierigkeiten zwischen uns kommen würde. Deshalb bitte ich Sie, Ihre Antwort noch einmal zu überprüfen. Sie haben freie Hand unter den Bedingungen dieser Korrespondenz. Und ich hoffe, Sie finden einen Weg zur Vollendung der Einrichtung. Wobei es, wie ich einsehe, nicht leicht ist, absolut genau zu sein. Ihr Ergebner, Soames Forsyth. Und nun kommen wir zu dem letzten Brief, der am 20. Mai eintraf. Lieber Forsyth, einverstanden, Philip Bossini. Nun ist es nicht verwunderlich, my Lord, dass mein Klient nach dieser kurzen, knappen Antwort, die ihm auf seine... Er ist noch nicht hier. Willst du vielleicht lieber sagen 4-1? Nein, verdammt will ich nicht. Was sucht denn eigentlich die kleine June hier? Jolly, er dürfte so etwas nicht erlauben. Ich würde da gleich einen Riegel vorschieben. Pfund erneut überschritten hatte. Und zwar durch die nicht geringe Summe von 350 Pfund. Nun, als ein Mann von Prinzipien beschloss er, und das ist besonders hervorzuheben, als ein Mann von Prinzipien und im Interesse von anderen sah mein Klient sich förmlich gezwungen, nunmehr Klage einzureichen. Er ist darauf vorbereitet, seine Aussage zu machen. Und zu schwören, dass er diese erneute und eklatante Überschreitung des Architekten, dem eine präzise Limitierung der Höchstsumme vollauf bekannt war, nicht dulden konnte. Darum werde ich mir jetzt erlauben, Mr. Soames Forsyth aufzurufen. Mr. Soames Forsyth. Mr. Soames Forsyth. Der Mann ist nicht schlecht, macht einen geschickten Eindruck. Naja, wir werden ja sehen. Hm. Erheben Sie die Hand zum Schwur und sprechen Sie mir nach. Forsyth gegen Bossini. Hier drin, Sir. Die Verhandlung läuft schon. Komme ich zu spät oder hat es früher angefangen? Ein bisschen von beiden, Sir. Ja, darf ich? Bitte, Sir. Mhm.
Im Verlauf der Korrespondenz mit dem Beklagten haben Sie, Mr. Forsyth, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Sie Ausgaben, die über die von Ihnen gesetzte Höchstgrenze hinausgehen sollten, nicht zu begleichen wünschen. Was tust du denn? Dasselbe dürfte ich dich ja wohl fragen. Danke. Sie mussten aber feststellen, als Sie die Rechnung für die Innenausstattung erhielten, dass diese Grenze um 350 Pfund überschritten worden war. Um 400 Pfund. Aber ich war bereit, 50 Pfund als Extraausgaben anzuerkennen. Ah ja, wirklich großzügig. Und Sie beabsichtigen jetzt, diese 350 Pfund auf gerichtlichem Wege einzuklagen. Völlig richtig. Ich danke Ihnen, Mr. Forsyth. Mr. Forsyth, als Sie Mr. Bosinney mit der Einrichtung beauftragten, haben Sie da nicht den Ausdruck benutzt, freie Hand? Nein. Ich muss doch sehr bitten, Mr. Forsyth. Ich habe den Ausdruck benutzt, freie Hand unter den Bedingungen dieser Korrespondenz. Und das hatte eine andere Bedeutung für Sie? Allerdings. Was sollte es bedeuten? Was es sagt. Aber was sagt es denn? Eine freie Hand unter den Bedingungen der Korrespondenz. Wäre es nicht möglich, dass sich eine Art Widerspruch darin findet? Ganz und gar nicht. Diese Wortklauberei haben Sie tatsächlich ernst genommen, Mr. Forsyth? Ich bitte um Ruhe während der Verhandlung. Ich möchte annehmen, dass sich Mr. Forsyth diese Wortklauberei, wie Sie es nennen, sehr gut überlegt hat. Was passiert? Also gut, Mr. Forsyth. Er ist nicht hier. Wieso denn nicht? Ich habe gewusst, dass er nicht kommen wird. Dieses erbärmliche Schauspiel ist nichts für ihn. Ist doch bestimmt nichts ausgerichtet worden? Nein, bei uns jedenfalls nicht. Oh, Mr. Bosinney. Ach, ich bitte um Verzeihung, ich habe Sie verwechselt. Und wenn nun euer Lordschaft die Gelegenheit gehabt hätte, dieses Haus zu besichtigen, wie ich sie hatte, sodass Sie sich von der Schönheit der von meinem Klienten ausgeführten Arbeit hätten überzeugen können, der ein Künstler im wahrsten Sinne dieses Wortes zu nennen ist, dann möchte ich vermuten, nein, ich bin überzeugt, dass euer Lordschaft nicht einen Moment diese Klage toleriert hätte. Nein. Ich habe auch kein Verständnis für diesen dreisten Versuch, mit dem sich der Kläger seiner Zahlungspflicht kleinlich entziehen will. My Lord, ich habe die Befürchtung, dass meinem Klienten etwas zugestoßen sein könnte. Er hatte den dringenden Wunsch, herzukommen und seine Aussage zu machen, aber er ist nirgendwo zu finden. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich ihn doch einmal aufrufen. Ich rufe Philip Baines Bosinney. Und 360 zurück. Danke. Soll ich Ihnen eine Droschke rufen lassen? Das ist nicht nötig. Danke. Ach, könnte ich mein Gepäck einstweilen hier lassen? Es wird dann später abgeholt. Selbstverständlich, Madame. Danke. Seitens des Beklagten ist versucht worden, darzulegen, dass keine Ausgabengrenze während der Korrespondenz festgelegt wurde. Wenn es so wäre, könnte ich aber keinen Grund finden, warum im Verlauf der Korrespondenz von dem Kläger die Summe von 12.000 Pfund aufgeführt wurde und die Summe von 35 Pfund. Es steht somit für mich fest, dass der Beklagte durch seinen Brief vom 20. Mai die Verpflichtung eingegangen ist, sich einer klaren Abmachung durchaus zu beugen, deren Bedingungen er nunmehr halten und auch erfüllen muss. Aus diesen Überlegungen habe ich folgendes Urteil gefällt. Der Kläger ist berechtigt, Anspruch auf die gesamten Kosten zu erheben. Ich danke Ihnen. Gern geschehen, lieber Freund. Meine Glückwünsche, Cousin Soames. Das war ein nobler Sieg. Ja, ja, schon gut. Ich nehme an, du vertrittst Onkel Jolyon. Du kannst ihm von mir ausrichten, dass ich nicht zu hart Bosinney gegenüber sein werde. Man wird sich arrangieren. Ich glaube, darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ich bin sicher, dass Bosinneys Schulden bezahlt werden. Ach, so sieht das aus. Danke. Phil ist nicht hier. Niemand ist hier. Nur wir zwei. Du und ich. Ja. Ich wollte ihm nur sagen, dass Holmes gewonnen hat. Das verstehe ich. Phil war nicht da.
Ich hatte es auch nicht von ihm erwartet. Warum nicht? Viel wäre es zu billig, sich zu verteidigen. Warum sollte er auch? Er hat nichts verbrochen. Nein. Er hat sich doch nur Mühe gegeben, das Haus vollkommen zu machen. Was tust du eigentlich hier? Steh doch nicht so da, als ob du aus Stein wärst. Ich wünschte, ich wäre es. So. Es ist also wahr. Alles, was ich nicht glauben wollte, ist doch wahr. Es stimmt, was sie über dich sagen. Es ist alles wahr. Ich weiß nicht, was geredet wird. Ich habe nichts gehört. Du hast kein Recht, hier zu sein. Ich habe nirgendwo Rechte. Was heißt das? Ich habe Soames verlassen. Das hast du mir doch immer geraten. Weißt du es etwa nicht mehr? Aber es wäre nie passiert. Ich hätte nie den Mut gehabt, wenn Hör auf! Sprich es bitte nicht aus! Ich will es nicht hören, ich will es nicht Warum wissen! Warum nicht? Hast du Angst vor der Wahrheit? Es ist nicht mehr zu ändern. Du warst meine Freundin! Ich habe jedenfalls gedacht, du wärst es. Ja. Du warst ein Kind. Aber deine Kindheit ist zu Ende. Du bist eine Frau. Und du solltest inzwischen wissen, dass Frauen keine Freundinnen haben. Sie haben einen Liebhaber oder Zufallsbekanntschaften, die sie irgendwo treffen. Du bist widerlich, ich weiß. Aber glaub nicht, dass irgendetwas anders geworden wäre, wenn du schon Philipps Frau gewesen wärst. Was du auch sagst, es ist geschehen. Wir können es nicht mehr ändern. Sag mir bitte eins. Hast du ihn seit gestern irgendwann gesehen? Nein. Du vielleicht? Nein. Ich habe ein seltsames Gefühl. Als ob mein Leben zu Ende sein würde. Wovon redest du überhaupt? Erst hast du mein Leben zerstört und jetzt willst du seins zerstören. Geh endlich fort! Es ist mir gleich, was mit dir geschieht. Geh doch, geh schon! Irene? Irene! Die Abendzeitung ist gekommen, Sir. Danke, Prophet. Ist Miss June schon nach Hause gekommen? Ja, sie ist zurück, Sir. Ah, da bist du ja. Ich möchte mit dir sprechen. Großvater, komm, setz dich. Also, wie du weißt, sind dein Vater und ich wieder versöhnt, worüber ich sehr froh bin. Es freut mich auch, wenn es dich glücklich macht. So ist es. Darum habe ich einen Entschluss gefasst. Ich wollte es dir sagen, bevor ich mit deinem Vater spreche. Ich beabsichtige, dieses große Haus aufzugeben. Ich verkaufe es. Und kaufe mir ein Haus in der Nähe von London, in dem wir alle wie eine richtige Familie zusammenleben können. Ja, Großvater. Und was deine Stiefmutter betrifft, sie ist eine gütige, liebe Frau. Du hattest sie in deiner Kinderzeit gern. Und sie liebt deinen Vater über alles. Die Kinder sind so reizend und herzlich. Was sagst du dazu? Es klingt sehr Falls gut. Falls du nicht mit ihnen zurechtkommen solltest, könnten wir dir eine kleine Wohnung in London suchen. Ich bin überzeugt, es wird bestimmt gut gehen. Da ist nur eine Sache. Ja, was denn? Ich wollte dir das Gleiche auch schon vorschlagen. Aber wenn wir schon aufs Land ziehen wollen, warum kaufst du dann nicht das Haus in Robin Hill? Was? Es ist vollkommen fertig und einfach wundervoll. Und niemand wird jetzt dorthin ziehen. Wieso nicht? Will Soames dort nicht Er wird dort nicht wohnen wollen. Ich weiß es genau. Wenn du es nun kaufen würdest und wenn du das erledigst, was Soames von Phil fordert,
Das habe ich bereits vorgehabt. Oh, Großvater, du bist so gut. Dummes Zeug. Ich würde nie zulassen, dass diese geldgierige Meute in den armen Burschen verfolgt, was er auch getan hat. Hast du gehört, was sie neuerdings erzählen? Ja, habe ich. Aber ich will nichts davon wissen. Es ist mir auch gleich. Alles ist anders geworden. Trotzdem möchte ich ihm helfen und das werde ich auch tun. Du musst deinen Willen immer durchsetzen. Und was das Haus angeht, ich werde es mir überlegen. Du darfst nicht zu lange warten. Wenn du nicht sofort etwas unternimmst, kann es geschehen, dass Phil irgendwelche Dummheiten macht. Ich gehe nicht zu Soames. Der ist für mich gestorben. Das brauchst du ja auch nicht. Geh doch zu Onkel James. Geh doch am besten gleich. Hä? Gleich? Ja, warum denn nicht? Dein Vater und deine Stiefmutter kommen zum Dinner. Ach, du hast noch viel Zeit. Bitte, Großvater. Geh jetzt. Oh, meinetwegen. Lass die Kutsche vorfahren. Liebster Großvater, ich danke dir ja so sehr. Jetzt wird bestimmt alles gut, das weiß ich. Jetzt wird bestimmt alles wieder gut. Mein lieber Junge, es tut mir so leid. Sie hat dich verlassen? Du hast nie davon gesprochen, dass sie fort will. Ich wusste es auch nicht. Soames, das ist ja grauenvoll. Vater, was kann man nur tun? Woher soll ich wissen, was man tun kann? Warum fragt ihr da mich? Keiner sagt mir was und dann kommt ihr und fragt mich, was man tun soll. Da steht eure Mutter, fragt sie doch. Aber ich an deiner Stelle würde meine Frau wieder zurückholen. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen ist. Hat sie dir denn keinen Brief zurückgelassen? Ich kann mir denken, wo sie ist, bei dem jungen Bosinne, wo denn sonst, das habe ich erwartet. Warum gehst du nicht erstmal in seine Wohnung? Du kennst doch die Adresse. Ich komme doch eben von dort, sie war nicht da. Und er auch nicht. Dann sind sie zusammen weggefahren, ins Ausland vermutlich. Unsinn, James. Du weißt, dass die beiden so gut wie kein Geld haben. Soames, was ist mit ihrem Schmuck? Der muss doch ziemlich viel wert sein. Sie hat nichts mitgenommen. Kein einziges Stück, nur eine Reisetasche und ein paar ihrer ältesten Kleider. Das gibt einen Skandal, das habe ich gleich gewusst. Beruhige dich doch, James. Soames wird es schon verhindern. Aber nicht, wenn ihr da bloß rumsteht und nichts unternehmt. Versteht das alles nicht. Also wenn sie nicht mit Bosinney fortgelaufen ist, muss Soames sie unbedingt zurückholen. Aber James, und wenn du sie findest, lass sie auf nichts ein. Zwing sie zurückzukommen. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Was gibt's denn? Mr. Jolyon Forsythe möchte Sie sprechen, Sir. Jolyon? Was will denn der von mir? Ja, ich kann mir schon denken. Auf jeden Fall möchte ich ihn nicht treffen. Komm, wir gehen auch, Winifred. Wir warten nebenan, James. Und bitte versuch doch, dich zu beruhigen, Liebe. Es wird sich schon einrenken. Beruhigen. Bitten Sie meinen Bruder herein. Sehr wohl, Sir. Würden Sie bitte näher treten, Sir? Ich komme wegen dieses dummen Streits zwischen deinem Sohn Soames und Bosinney. Dieses neue Haus ist wohl eine Art weißer Elefant. Ich weiß nichts von weißen Elefanten. Ich weiß nur, dieser Architekt hat den Prozess verloren. Und er ist nicht imstande zu zahlen, also muss Soames tief in die Tasche greifen. Darum hatte ich mir Folgendes gedacht. Wenn Soames nicht mehr vorhat, in Robin Hill zu wohnen, ja? Die näheren Umstände interessieren mich nicht. Ich nehme an, Irene möchte nicht von London fort. Aber ich möchte gerne ein Haus auf dem Land haben. Und wenn mir der Preis richtig erscheint, könnte ich mit Soames ins Geschäft kommen. Soames hat eine Menge Geld ausgegeben, das will er zweifellos wieder haben. Ja, aber Fantasiepreise bezahle ich nicht. Soll er doch versuchen, es teuer anzubieten, aber da wird er sich wundern. Wie ich weiß, soll das Haus nicht jedermanns Geschmack sein. Es ist ein prächtiges Haus. Übrigens ist Soames hier, wenn du mit ihm sprechen willst. Onkel James, ich entschuldige bitte, dass ich euch unterbreche, aber etwas Furchtbares ist geschehen, das leider jeden von uns betrifft. Ich muss meinen Vater unbedingt sofort sprechen. Ja, Joe? Was ist denn? Dich und Soames geht es auch an, Onkel. Soames? Wieso? Komm, er ist doch hier. Soames? Ja? Komm doch mal bitte. Also was ist? Kurz nachdem du vorhin fortgegangen bist, ist ein Polizeiinspektor gekommen. Philip Bosinney ist gestern Abend überfahren worden. Was? Ist er? Ja, er wurde getötet. Auf der Stelle. Die Leiche liegt noch im Krankenhaus. Und der Inspektor lässt dich bitten, sofort hinzufahren. Ich werde sofort kommen. Du und dein Sohn, ihr solltet mich begleiten. Ich muss euch noch sagen, dass man von Selbstmord spricht. Selbstmord?
Wieso Selbstmord? Warum sollte er so etwas tun? Tu nicht so ahnungslos, Vater. Als ob ihr beide das nicht genau wisstet. Bitte, Vater. Mr. Forsythe? Wir heißen alle Forsythe. Sehr freundlich, dass Sie so schnell gekommen sind. Was ist geschehen? Wir wissen es nicht genau. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht auch nicht. Der Nebel war gar nicht mehr so stark. Und der Omnibuskutscher meint, dass der Herr ihn gesehen haben müsste. Er ist den Pferden direkt unter die Hufe gerannt. Also doch ein Unfall? Durchaus möglich, Sir. Beweisen können wir es allerdings nicht. Aber es schien ihm sehr schlecht zu gehen. Wir fanden diverse Pfandscheine in seiner Wohnung. Und sein Bankkonto ist überzogen. Und hinzu kommt, Sie haben gewiss in den Zeitungen von dem Prozess gelesen, den er verloren hat. Und das hat ihm vielleicht den Rest gegeben. Würden Sie bitte mitkommen, Gentlemen, und den Toten für uns identifizieren? Soviel ich weiß, hat er einen Onkel in London. Der ist im Ausland, Sir. Darf ich Sie bitten? Ist der Herr Ihnen bekannt? Ja. Das ist Philip Bosini. Er ist noch ein ziemlich junger Bursche gewesen. Hässliche Sache. Ein Jammer ist das. Was ist mit ihr? Ja, richtig. Entschuldigen Sie mich bitte, Inspektor. Was denken Sie, Sir? Sie können Selbstmord ausschließen, Inspektor. Dazu hat es keine Veranlassung gegeben. So, meinen Sie, Sir? Was halten Sie denn hiervon? Habe ich in seiner Brusttasche gefunden. Sagt Ihnen das etwas? Nein. Tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht helfen.